Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Chris, wenn ich mir unser Postfach so anschaue, dann wird es mal höchste Zeit, dass wir ein Video zum M500-Getriebe machen. Aber das haben wir doch schon. Ja, aber vielleicht sollten wir es nochmal genauer machen. Ja, das sehe ich auch so, denn wenn ich sehe, wie viele trotz des Videos immer noch Probleme mit ihrem Getriebe haben, sollten wir vielleicht mal die Gelegenheit ergreifen und euch andere Möglichkeiten zeigen, wie ihr dieses Getriebe einstellt. Vielleicht ist da ja eine Methode bei, die euch einfach besser gefällt. Zumal die Sache mit dem Lehrbuch und den 46,6 mm, die ja ein wahres Mysterium sind, die funktioniert auch nicht immer so gut, ne? Wir beginnen mal ganz klassisch an der Abtriebswelle, genauer auf der Seite des Ritzels. Messen wir im ersten Gang den Abstand des Ziehkeils bis zum Ende der Welle. Als Grundeinstellung sollen hier 46,6 mm dienen. Drückt dabei auch gerne mal auf den Ziehkeil. Manchmal rutscht er erst dann richtig in den ersten Gang. Ist das soweit eingestellt, geht es an den ersten Test. Allerdings sollte man beachten, dass Schalten im Stand und mit der Hand immer deutlich schwerer geht als bei laufendem Motor und mit dem Fuß. Liegt der Motor also auf der Werkbank, macht ihn dort mit Spanngurten oder einer Schraubzwinge fest. Dreht dann am Polrad oder, falls der Kupplungsdeckel noch offen ist, an der Kupplung beim Schalten. Bei Problemen beim Runterschalten muss die Einstellschraube nach rechts gedreht werden. Macht das Getriebe Probleme beim Hochschalten, entsprechend nach links. Macht dies in kleinen Schritten. Eine Viertelumdrehung reicht. Besonders, wenn ihr nicht so oft Getriebe einstellt, solltet ihr euch hier etwas mehr Zeit nehmen. Zieht die Mutter dann fest und testet erneut. Etwas hakelig wird es dabei immer sein, besonders mit der Hand. Solange man aber alle Gänge erreicht, sollte das für den Anfang genügen. Baut dann den Motor ein und testet im Betrieb. Sollte sich jetzt rausstellen, dass der vierte oder der erste Probleme macht, stellt nochmal um eine Achtel- bis Viertelumdrehung nach. Das sind recht kleine Umdrehungen und ein geübter Schrauber wird hier mit mehr rangehen, aber für jemanden, der das nicht so oft macht, sind kleinere Schritte deutlich besser, auch wenn es mühsamer ist. So viel zum Lehrbuchthema, wobei ich glaube, dass das die Methode ist, womit die meisten Leute Probleme haben. Zumal die 46,6 mm ja auch nur ein Schätzmaß sind. Diese Methode funktioniert also nicht immer, weil ja auch die Motoren unterschiedlich geformt sind. Dann fallen die Bauteile in bestimmten Getrieben auch mal ganz anders aus. Und deshalb sollten wir uns mal Methoden anschauen, die trotzdem funktionieren, einfach Alternativen zu diesem Lehrbuch. Da haben wir uns mit Andreas unterhalten, richtig? Richtig. Und der hat uns ein bisschen auf die Idee gebracht und die Inspiration geliefert, dieses Video zu machen und sich einfach auch mal andere Möglichkeiten anzuschauen. Und ich würde sagen, das ist die Gelegenheit, dass wir ihn einfach mal besuchen fahren. Hallo, liebe Simson-Freunde. Hallo. Und? Wir haben es viermal geübt, ich kann es nicht mehr. Hallo. Und? Und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Da siehst du, wird doch. Wir haben es euch ja schon erklärt, wir haben uns im Vorfeld ja schon mal drüber unterhalten. Und bei der Gelegenheit, warum nicht, zeig du uns doch mal, wie du ein Getriebe anstellst. Oder ihr vielmehr. Und ich habe es dir auch wirklich nicht verraten vorher. Ja, das stimmt. Wir wollten ja eigentlich drüber sprechen. Ich bin gespannt, was wir jetzt noch für eine weitere Möglichkeit finden hier. Auf eine Sache möchte ich aber noch mal zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob du das schon auf eurem Kanal gezeigt hast. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die Schaltung einzustellen. Genau. Es gibt ja hier diese Dorne mit diesen 46,6 war das, glaube ich. Ne? Weiß ja jeder irgendwo, das passt nicht wirklich. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man hier auch auf diese Schraube gucken kann. Alex, kannst du ja mal ganz kurz zeigen. Da munkelte man ja auch, die Schraube soll 1-2 mm rausstehen. Dann hätte man schon mal so ungefähr die Grundeinstellung. Wo man sich dann hinarbeiten kann, dann genau, fein einstellen kann. Und hier sieht man ganz deutlich bei dem Motor, hast du auch schon gezeigt, dass hier die Schraube wesentlich weiter drin ist, Alex. Siehst du das? Das heißt, hier passt das zum Beispiel gar nicht. Ja. Steht ein, ja. Genau. Und bei den meisten Motoren steht die Schraube eben raus. Und dann klappt es auch so einigermaßen. Ja, so einigermaßen. Gut, ja, wir haben... Wir machen das ein bisschen anders, zeigen wir jetzt mal. So, und zwar ist das ein Motor, gekauft bei MZA, nagelneu. Und ich gehe mal davon aus, dass MZA auch die Schaltung eingestellt hat. Ich drehe es mal um, dass ich mal gucken kann. Jetzt machen wir das einfach mal. Ne? Das ist ja hier voreingestellt, da ist so ein Sprengring. Der hat hier so eine Nut an der Stelle und so wird er auch ausgeliefert. So kann man den einfach reinstecken. Da hake ich jetzt gerade mal ganz kurz ein. Und wir müssen im ersten Gang, glaube ich, das Ganze richtig prüfen, ne? Ich persönlich finde gerade für einen Anfänger diesen Sprengring nicht sehr von Vorteil. Warum? Weil man gezwungen ist, wenn ich den jetzt hier einführe, man ist jetzt gezwungen, das Getriebe so weit zurückzudrehen, dass der Ziehkeil merklich diesen Dorn rausdrückt. Weil sonst könnte jetzt jemand, der das nicht kennt, davon ausgehen,
Passt, sind 46,6 ja. Und dabei liegt der aber noch gar nicht am Ziehkeil an. So das ist etwas, wo man drauf achten muss, gerade wenn man es noch nicht so oft oder nicht so häufig auch macht. Das heißt auf jeden Fall schon mal irgendwas ohne Sprengring nehmen, was man mal einmal vorher reinsteckt und mal gucken, ob das Ganze so einigermaßen passt. Ne? Genau. Und zur Not könnte man jetzt auch einfach draufdrücken. 1 mm, ja. Der Ziehkeil kann nirgendwo hin. Wenn man ihn überdrückt, also über den ersten Gang hinaus drückt und man Angst hat, der fliegt jetzt raus, hier sitzt die Kupplung drin, die hält den in Position, der kann nicht einfach abbauen. Deswegen könnte man jetzt auch den Sprengring hier einfach abmachen und einfach reindrücken. Mhm. Oder mit einem anderen Gegenstand eben einmal reindrücken und gucken, bin ich hier wirklich im ersten Gang. Jetzt gucken wir mal, ob diese 46,6 passen. Was hast du? 46,6, aber 0,6. 0,6, ja? Also es fehlt mal eben ein halber Millimeter. Und da sieht man schon, dass die Methode nicht die richtige ist. Weil um einen halben Millimeter den Ziehkeil rüber zu drücken, da musst du schon wieder ganz schön viel drehen. Ne? Ja. Gut, okay. Dann nehmen wir jetzt mal den Deckel runter. Und zwar haben wir uns dafür hier so einen Seitendeckel. Das kann eigentlich auch jeder selber machen. Kann sich hier einfach aus so einem Seitendeckel, natürlich keinen originalen bitte, ja? Also wenn ein Nachbaudeckel. Und dann kann man sich hier dieses Teil einfach so rausflexen. Weil das ist für die Methode, die wir machen, äußerst wichtig, dass diese Hohlschaltwelle halt richtig fest ist. Weil du kannst keine Schaltung vernünftig einstellen, wenn sich die Hohlschaltwelle entsprechend bewegt. Ja, wir wollen ja nachher auch durchschalten und wollen dann auch sicher sein, dass dieser Schwenkhebel hier entsprechend auch an der richtigen Stelle sitzt. Und dazu muss das hier wirklich alles zentriert sein, weil sich das sonst ja halt alles nicht so genau einstellen lässt. Und dann drehen wir mit solch einem Schlüssel, also die kriegt man ja überall. Als ich damals noch keinen hatte, habe ich mir hier einfach so einen Steckschlüssel genommen von HZ und habe hier einfach mit einer Feile dann entsprechend hier dieses Werkzeug hergestellt. Also man braucht hier schon so einen Schlitzschlüssel, damit man hier in diese Zylindermutter reinkommt, die links und rechts diese kleinen Stifte hat. So Alex, dann machen wir folgendermaßen erstmal hier einen Strich auf irgendeinen Dorn, den man sich da reinstecken kann. Und dann drehen wir, wie gesagt, erster Gang ist eingelegt, dann drehen wir jetzt hier oben die Schraube, die Mutter erstmal so weit zurück, dass sich der Dorn hier nicht mehr bewegt. Das ist jetzt der Fall. Und dann drehen wir einfach die Schlitzschraube weiter, bis entsprechend sich hier der Dorn bewegt. Ja? Wir können das nochmal hiermit zeigen, weil hiermit kann man es eigentlich ein bisschen besser sehen. Sofern der, man sieht, da ist ein ganz kleiner Spalt zwischen. Ich drehe den nochmal zurück. So. Und jetzt fängt er an. Noch nicht, aber gleich bewegt er sich. Da ist der Punkt. Ja, das heißt, an dem Punkt, wo der Dorn entsprechend gerade anfängt rauszudrücken. Und jetzt kommt das Einfache. Jetzt drehe ich einfach beim Vierganggetriebe eine und eine halbe Umdrehung zurück. Und beim Fünfganggetriebe eine Umdrehung zurück. So stellen wir die entsprechend ein, die Schaltung. Also einfach gucken, dass der Ziehkeil, der ja hier in dem Schwenkhebel drin hängt, dass der halt locker ist. Und dann die Mutter oben anziehen, sodass er sich ganz leicht rausdrückt. Und sofern er anfängt, sich rauszudrücken, einfach wieder anderthalb Umdrehungen zurück beim Viergang und eine Umdrehung zurück beim Fünfgang. Also so machen wir es. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr für Einstellmethoden habt. Vielleicht ist da ja noch eine dabei, Christian, die entsprechend noch einfacher geht. Ja, ich werde mir das Video auf jeden Fall angucken. Eine weitere Methode haben wir noch. Dabei müssen wir den Kupplungsdeckel abnehmen. Es dreht sich um die Gabel, die in den Ziehkeil greift. Die Kupplung müsst ihr dazu nicht abbauen, es ist aber einfacher, wenn ihr das macht. Hier sieht man schön, die Gabel sitzt relativ fest im Ziehkeil und zieht an diesem. Stellt diese Gabel jetzt so ein, dass sie locker und mit ausreichend Spiel in beide Richtungen im Keil sitzt. Dabei sollte der erste Gang eingelegt sein. Testet nun, ob ihr alle Gänge problemlos erreicht, sowohl beim Hoch- als auch beim Runterschalten. Dabei sollte immer darauf geachtet werden, dass die Gänge auch richtig eingelegt sind. Fühlt also bei jedem Gang einmal nach. In unserem Fall erreichen wir beim Runterschalten alle Gänge, aber beim Hochschalten nicht. Die Einstellschraube muss also nach links verstellt, wieder befestigt werden und dann testen wir erneut. Erleichtern kann dieses Testen, wenn man so einen abgesägten Kupplungsdeckel hat. Lohnt sich aber auch nur, wenn ihr vorhabt, regelmäßig Getriebe einzustellen. Für einmal ist es unnötig und es geht auch so. Dabei solltet ihr den Schalthebel mit der Hand etwas führen. Das minimiert das Spiel und lässt es etwas leichter schalten. Auch hier gilt, mit der Hand ist es immer etwas hakelig und das Hinterrad sollte dabei gedreht werden. Zusammengebaut solltet ihr auch hier wieder testen und unter Umständen fein einstellen. Sehr oft haben wir zu hören und zu lesen bekommen, dass wir auf die Einstellschraube an sich achten sollen.
Sie soll 1-2 mm über die Dichtfläche schauen und dann soll es in den meisten Fällen passen. Hier sehen wir einen Motor, bei dem das genau das Gegenteil ist. Der Kopf der Schraube steht eher hinter der Dichtfläche. Ob es zwischen Originalschwenkhebel und Nachbau dann noch Unterschiede gibt, können wir aktuell nicht ohne Zweifel sagen, würden aber davon ausgehen. Daher ist diese Methode besonders für Anfänger eher ungeeignet. Schaut der Kopf dann etwas über die Dichtfläche, wird wieder getestet und dann durch Verdrehen angepasst. Zusammenfassend lässt sich also sagen, das eigentliche Einstellen des Getriebes, also das nach links und rechts Verdrehen, ist immer das gleiche. Nur die Grundposition ändert sich bei den unterschiedlichen Methoden. Am Ende muss hier jeder seinen eigenen Weg wählen. Für Anfänger empfehlen wir aber, Spiel im ersten Gang am Ziehkeil. Das ist am leichtesten zu prüfen. Soweit so gut, sehr schöne Einstellmethoden, das soll es aber für dieses Video noch nicht gewesen sein. Richtig, wir haben in unseren Anfragen sehr oft die Frage dabei, Mensch, ich habe auf 46,6 mm eingestellt und nichts funktioniert. Und ihr habt vielleicht doch schon gemerkt, in dem ganzen Video reden wir von diesen 46,6 immer so ein bisschen als Mysterium. Woher kommt das eigentlich und wieso ist das so? Die 46,6 mm solltet ihr auch nicht so genau nehmen. Es ist ein grober Richtwert, nicht mehr und nicht weniger. Jeder Ziehkeil ist etwas anders als der andere und damit muss jedes Getriebe individuell eingestellt werden. Unser Rat an der Stelle: Vergesst den Wert komplett und stellt es nur über das Spiel des Hebels am Ziehkeil ein. Das erspart euch fehlerhafte Messungen. Weißt du eigentlich, was ich beim allerersten Mal einstellen falsch gemacht habe? Mhm. Die Schraube innen saß so fest, war festgerostet. Dann habe ich so stark dran rumgedreht, dass hier diese kleinen Nasen abgebrochen sind. Ja, da lernt man halt dazu. Aber was ist denn, wenn man jetzt eigentlich die ganze Zeit am Einstellen ist und in eine Richtung dreht und es lässt sich auch drehen und dann lässt es sich aber hinterher immer nur entweder rauf oder runter schalten? Das ist eine sehr gute Frage und die stellt ihr uns auch relativ häufig und deswegen schauen wir mal, wo das herkommt. Das führt uns zu den häufigsten Problemen beim Einstellen des Getriebes. Hier ist im Vorfeld meist etwas schief gelaufen oder wurde nicht ausreichend beachtet. Das Spiel der Schaltwalze. Dadurch, dass diese sich auf dem Bolzen hoch und runter, also axial bewegt, reicht der Weg nicht mehr zum Schalten. Man bleibt zwischen den Gängen hängen, muss zweimal schalten, um in den nächsten Gang zu kommen, oder kommt gar nicht in den nächsten. Nee, landet immer noch dazwischen. Das Spiel sollte auf so gut wie null ausgeglichen werden. Die Walze sollte sich ohne Widerstand drehen lassen, sich dabei aber nicht mehr hoch und runter bewegen können. Ist sie zu stark ausgeglichen und läuft schwergängig, wird euch recht schnell der Sicherungsring vom Bolzen fliegen und die Nut unnötig verschleißen. Aber das ist dann ein anderes Kapitel. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Video hier oben. Ein weiteres Problem kann es sein, wenn die Gabel am Schwenkhebel zu viel Spiel auf dem Ziehkeil hat. Auch dann reicht der Schaltweg nicht aus, um in den nächsten Gang zu kommen. Hier wird es dann Zeit für einen neuen Hebel. Dreigang, Viergang oder Fünfgang, gibt es da Unterschiede? Ja und nein. Grundsätzlich nein. Das Einstellen an sich ist bei allen Getrieben des M500 Motor immer der gleiche Ablauf. Allerdings sind die Toleranzen mit mehr Gängen deutlich kleiner. Bei einem Fünfgang muss man schon sehr genau einstellen, während man beim Viergang etwas mehr Toleranzluft hat. Jetzt gehen wir aber noch einmal in die Theorie. Was passiert denn da eigentlich im Getriebe? Was stellt man da ein und wie kann ich mir das vorstellen? Der Ziehkeil läuft in der Abtriebswelle. An dieser Erhöhung drückt der Kugel nach außen und fixiert dadurch das darüber liegende Zahnrad. Diese Erhöhung soll im Gang möglichst mittig unter dem Zahnrad stehen. Macht es das nicht, kann es passieren, dass der Gang dann rausfliegt. Das Zahnrad drückt auf die Kugeln, die wiederum auf den Ziehkeil und der verrutscht dann und der Gang ist raus. Damit das alles funktioniert, werden die Gänge hier hinten arretiert. Erster Leerlauf, zweiter, dritter, vierter und so weiter. Streng genommen stellen wir auch nicht das Getriebe ein. Dieses gibt uns seine Position vor. Wir stellen den Schwenkhebel auf das Getriebe ein. Zieht dieser oder drückt auf den Ziehkeil, passen die Abstände nicht und man über- oder unterschaltet. Der Weg, den wir zum Schalten haben, ist auch immer der gleiche und wird von der Schaltwalze vorgegeben. Wenn man also so will, immer dieses Stück. Zuletzt bleibt noch eine Frage, Chris. Wie stellst du denn nun dein Getriebe ein? Ich mache es tatsächlich ganz gerne über das Spiel hier am Ziehkeil. Wenn die Gabel schön locker drin sitzt, ab da fange ich dann an, richtig einzustellen. Und das raten wir auch jedem von euch. Kontrolliert besser nochmal, was ihr tut. Also nicht nur einfach irgendwie mit dem Schlüssel von außen und so nach Gefühl. Das kann man mal am Bordsteinrand machen, wenn es dann doch nicht so gut funktioniert hat. Aber ansonsten einmal vernünftig einstellen und dann Spaß haben. Aber ihr seid mal wieder gefragt, gibt es vielleicht Methoden, die wir nicht erwähnt haben? Oder gibt es Einstellmethoden, die nur ihr verwendet? Gerne mal all eure Erfahrungen unten in die Videobeschreibung.
Dann bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Und bis dahin macht's gut. Ciao. So, willst du nochmal filmen, wie so ein Deckel abgenommen wird? Oder ist das, haben wir davon schon genug? Ich bin dabei gerade. Okay, dann muss ich mir nur nehmen. Dann müssen wir mal die Reihenfolge beachten. Wo wächst du denn mit dem Kickstarter an? Darum. Wingardium Leviosa. Nerd.